In einer Lotterie wählt jeder Spieler vier Zahlen zwischen 1 und 60 aus. Jede Zahl kann nur einmal gewählt werden. Wenn alle vier Zahlen des Spielers mit den Gewinnzahlen übereinstimmen, dann gewinnt der Spieler. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 3, 15, 46 und 49 die Gewinnzahlen sind? Ja, was die wissen wollen, ist also, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 3, 15, 46 49 gewinnen. Und nun, bei dieser Gruppe hier kommt es ja offensichtlich nicht auf die Reihenfolge drauf an. Es ist eine Gruppe von vier Zahlen aus insgesamt 60 Zahlen. Das heißt, das kann ich eigentlich ziemlich geradeaus ohne viele Schnörkel berechnen. Das ist einfach die Zahl der Kombinationen von vier Elementen aus einer Menge mit 60 Elementen. Ja, darum geht's. Vier Elemente, wo es auf die Reihenfolge nicht drauf ankommt, aus einer Menge von 60 Elementen. Ja, und wie viele Möglichkeiten gibt es denn jetzt, solche vier Gruppen aus 60 Elementen zusammenzustellen? Das gibt genau 60 Fakultät durch 4 Fakultät mal 60 minus 4 Fakultät, solche Möglichkeiten. 60 Fakultät durch 60 minus 4 Fakultät, da steht 60 mal 59 mal 58 mal 57 und der Rest hier, 56 mal 55 und so weiter, das kürzt sich weg. Das heißt, mir bleibt hier nur 60 mal 59 mal 58 mal 57 stehen und hier unten habe ich 4 Fakultät, 4 mal 3 mal 2. Jetzt kann ich noch kürzen, die 60, die kürze ich mit der 4, da bleiben 15. 15 durch 3 bleibt mir 5 übrig, also ich habe hier nur 5 mal 59. 58 kann ich noch durch die 2 teilen, da wären dann 25, 29. 29 mal 57. 5 mal 59 mal 29 mal 57, so viele Kombinationen gibt es. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt eine bestimmte Kombination hier auftritt, das ist dann gerade der Kehrwert davon. Also, dann muss ich mal doch den Taschenrechner hier zurate ziehen. Also, was haben wir hier? 5, die 5 mal 59, 59 mal 29. Und das Ganze nochmal 57. Und dann bekomme ich 487.635. Das ist also 487.635. Es gibt also 487.635 verschiedene Vierergruppen aus einer Menge von 60 Zahlen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit hier oben, dass vier bestimmte Zahlen die Gewinnzahlen sind, beträgt natürlich dann 1 geteilt durch 4, 8, 7, 6, 3, 5. Ja, ungefähr 1 durch eine halbe Million. Also viel würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass ich da gewinne.